willkommen zu dem nächsten Aufnahmen von Rise of the Tomb Raider. So, wir haben ja unser Lager hier hinbekommen und konnten hier speichern, das ist gut. Das heißt, wir können hier endlich weitermachen. Und sammeln auch direkt hier das Holz ein. Und alles andere auch, was wir vielleicht hier so finden werden. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob es hier Gegner gibt. Außer Hasen. Doch so ein bisschen Ressourcen, ne? Nur blöd, dass ich meine Feinde nicht wiederbekomme. Wo ist der Hase schon wieder hin? Da. Oh, jetzt habe ich einen Pfeil wiederbekommen. So, hier geht's rein. Ja, mal Bergungsgut. Kann man immer sehr gut gebrauchen. Was haben wir hier? Eine Kiste? Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Okay. Scheint also relativ neu zu sein oder sowas, ne? Beobachter im Wald. Okay, was für ein Wald? Bin ich in einem Wald? Wusste ich gar nicht. So, hier gibt es sonst nichts. Da muss ich hin, genau. Oh. Muss man erstmal Pfeile herstellen, damit ich die Federn aufsammeln kann. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts mehr, oder? Da oben steht keiner. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Irgendwie ein bisschen Schmutz auf dem Bildschirm. Kann man wegmachen müssen. So, was haben wir denn hier so? Haben wir hier überhaupt was? Da hinten haben wir Bergungsgut, habe ich gesehen. Zumindest eins. Ah. Kiste und Karte. Einmal Stoff und eine Karte. Neue Dokumente und Wandgemäldeposition enthüllt. Sehr schön. Guck mal doch mal nach, wo die sind. Nirgends. Haben also bis jetzt alles eingesammelt. Sehr schön. Das gefällt mir. Das freut mich. Dann können wir nämlich direkt weiter, ohne nochmal eventuell zurückgehen zu müssen. Da komme ich nicht weiter. Ah, ja klar, natürlich. In dieser Hinsicht habe ich mich schon gewundert, wo es weitergeht. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Ich schieße ja gar nicht.
Aber danke für die Toten hier. Wer du bist? Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Natürlich nehmen wir die Mission an. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Da stand gerade, einzige für optionale Missionen. Der Überlebensinstinkt kann Orte und Objekte markieren, die für den Abschluss von Missionen entscheidend sind. Okay. Da stand eben gerade, Missionserfolg kriegen wir einen Dietrich. Das wäre natürlich gar nicht mehr verkehrt. Das brauchen wir. So, erstmal ein Lager herstellen. Sehr schön. Roth ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Ich glaube nicht, dass es weiteren Unterricht gibt. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich von Mutter. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Vielleicht zu gut. An Roth können wir uns ja noch erinnern beim vorherigen Teil. Der ist ja leider draufgegangen. Ach stimmt, wir könnten ja Sachen verbessern. Zielgeschwindigkeit, höhere Schussfrequenz. Ich glaube, die Zielgeschwindigkeit ist von mir aus gesehen ganz in Ordnung, aber das lassen wir erstmal noch. Noch brauchen wir das nicht. Rückstoß. Na gut, wir machen immer nur einen Schuss und nicht mehrere Schüsse hintereinander. Da spielt der Rückstoß auch keine Sache. Das hier brauchen wir. Erhöht den Schaden. Aber da fehlt uns noch Stoff. Das heißt, wir machen noch nichts. Haben Sie es geschafft? Nein, noch nicht. Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Wir haben noch mehr Bergungsgut. Wir schauen uns logischerweise erstmal ein bisschen um, weil die Welt ist leider doch etwas größer. Ups. Da ist mir was runtergefallen. So, alles klar. Ja. Die Quest sehen wir hier, die grünen Punkte. Da müssen wir natürlich überall hin, da scheinen diese Funkmäste zu sein. Das machen wir am besten zuerst, damit wir den Dietrich haben. Falls wir direkt wieder was finden, was wir aufbrechen müssen, dass wir das machen können. Und nebenbei natürlich alles Mögliche einsammeln. So, mal schauen, was nochmal hier oben ist. Wie gesagt, alles weiß ich auch nicht mehr, wo ich bei meiner Freundin mit zugeguckt habe. Von daher muss ich trotzdem alles absuchen und untersuchen. Ja, das Ding ist orange. Federn habe ich voll. Kann ich noch was herstellen? Nee. Eichhörnchen. Gibt nur plus 2 Erfahrungspunkte und keine Ressourcen. Das ist natürlich schlecht. Boah, und ihr ist kalt, würde ich mal sagen. Ich glaube, dann gehen wir mal Klamotten wechseln.
geschafft? Nein. Sind die Sender zerstört? Ich habe noch nicht alle gefunden. Noch zu quatschen, ich will mich umziehen. So. Das sieh mir hier dann mal an. Tiere, die keine Raubtiere sind, erschrecken sich weniger leicht. Nein. Schaden durch Raubtiere. Okay. Hier gibt es nämlich, soweit ich weiß, Raubtiere wie Wölfe. Und ich friere trotzdem. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das irgendetwas ausmacht, dass ich friere. Okay, jetzt friert sie wohl doch nicht mehr. Okay. Hier gibt es so viel zu entdecken. Ist natürlich nicht leicht, alles zu finden. Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Vielleicht, wer weiß. Vorher lesen wir das hier. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Nähere Betrachtung. Rote Ankunft. Seiner Beschreibung nach haben die Sowjets eine Eisenbahnlinie direkt zum Berg gebaut. Okay, die Kleine friert trotzdem noch. Oh, ein Reh. Hätte ich das vorher gesehen. Das ist jetzt natürlich aufgescheucht. Und weg. Aufgescheucht und weg, glaube ich. Okay, hier schauen wir uns hier erstmal um. Ein optionales Herausforderungsgrab. Finden Sie den Eingang? So, die Axt können wir nicht nehmen. Hier haben wir noch ein bisschen Bergungsgut. Bergungsgut ist immer gut. Munition sowieso. Oh, hier haben wir noch was. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Er erwähnt ihr Geheimnis. Was beschützen sie in diesem Berg? Eigenartig. Ich glaube mal, die beschützen das, was wir natürlich hier erhoffen zu finden, nämlich die Stadt. Kitesh. So, ich habe schon gesehen, hier kann man was aufmachen, aber hier ist ein Schloss dran. Da brauchen wir erstmal den Dietrich, den haben wir natürlich noch nicht. Müssen wir erst noch ein bisschen herumschauen. Erlegen Sie und häuten Sie Tiere, um Ressourcen zur Herstellung von Ausrüstung und Outfits zu erhalten. Ja, es ist mir nichts Neues. Wieso gibt es hier irgendwo was?
Ach ja, da hinten haben wir Wölfe. Kann ich die von hier aus erschießen? Ich nehme es mal an. Haben sich reingeflüchtet. Ich meine, richtig so hätte ich auch. Immerhin kam man nicht an mir an. So, der kommt aber auch nicht mehr raus anscheinend. Was? Mein Bergungsgut ist voll? Okay. Alles klar, da müssen wir ja doch erstmal schauen, dass wir was erhöhen, damit ich wieder Sachen einsammeln kann. Es ist ja blöd, wenn man eben durch die Welten rumstolziert und einige Sachen findet zum Einsammeln, aber nichts einsammeln kann. Geschafft? Oh. Sind die Sender zerstört? Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Schnauze. Gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Dann machen wir hier das, die Zielgeschwindigkeit schneller. Ah ne, da brauchen wir nur Stoff. Ja, die Schussfrequenz brauchen wir hier. Ah! Wir können den Schaden erhöhen, das ist gut. Bauen wir 10 Bergungsgut, dann können wir auch wieder Bergungsgut einsammeln. Dann machen wir das jetzt. Schaden ist immer gut. Das hier geht auch noch, aber das sammeln wir jetzt erstmal wieder ein bisschen. Okay, zweimal Leder, einmal Dings. Horn, sage ich jetzt mal. Ja, das optionale Grab weiß ich schon, dass es hier in der Nähe ist. So, hier haben wir Holz rumliegen. Ach komm, lass abhauen. Machen wir einen nach dem anderen. Ist unsere Ressourcenverschwendung. Oh. Da ist jemand tot. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Hä? Wie kommt sie jetzt da drauf? So, hier gibt es ein bisschen was einzusammeln auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Hier war doch so ein Mast, genau. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Eins von fünf Türen.
Stimmt, wir haben ja Bergungsgut noch hier unten gehabt, konnten es aber nicht einsammeln. Gibt es ja, wie gesagt, viel zu entdecken. Die Musik klingt irgendwie so, als gäbe es hier etwas zu kämpfen. Du hast allen voran den Stern des Fortschritts entzündet. Es rühmt die Kosmonauten. Ich glaube, unser Bergungsgut ist jeden Moment auch wieder voll. Was lässt sich denn damit machen? Wird nichts rot? Keine Ahnung. So, hier haben wir noch mehr Bergungsgut. Ich glaube, wir haben viel zu viel Bergungsgut wieder überall. Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. Ein Familienfoto. Eine sehr große Familie. Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. An was? An die Familie? Ein Appell an jeden Zuschauer. Erinnere dich. Erinnere dich an deine Familie. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Gulag-Besitztümer. Familienfoto. Also so würde ich das jetzt interpretieren. Okay, hier hängt das Spiel ein bisschen, merke ich. Ist bestimmt durch das Schneegestöber. Ist doch ein bisschen viel hier. Und so ein bisschen nervt die Musik. Okay, gehen wir mal hier rein. Wow! Wo kommt der denn hier? Steckt sie die Waffe weg? War es das? Ja. Okay. Ich höre auch nichts mehr. Ich habe mich gerade irgendwie doch wieder selbst geheilt. Cool, okay. Oh, mein Leder ist voll. Was ein Kack. Alles voll irgendwie. Dass man da immer dreimal dran rumklopfen muss, bis man es hat. Oh, eine Karte. Sehr schön. Cut aktualisiert. Hey, das ist gut. Dass das nie beim ersten Mal drücken schon funktioniert, dass du weißt, okay, da ist was, das hole ich raus. Immer erst beim dritten Versuch. Unfassbar.
Den konnte ich nicht einsammeln. Vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis. Aber nicht von hier. Oh, Pilze sind auch voll. Alles voll bei mir. Okay, das ist auch voll. Eieiei. Ich glaube, ich muss doch ein bisschen was herstellen. Ich glaube, wir gehen ins optionale Grab. Da gibt es logischerweise auch ein Lager. Das, wie beim ersten Teil gibt es bei jedem Lager. Grab. Dann können wir da direkt speichern und Sachen aufwerten. Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Toll. Herausforderung ins Dunkel. 3 von 5 Höhlen erforscht. Erforscht habe ich die Höhle jetzt noch nicht. Ich bin gerade mal reingefallen. Ich denke mal, hier unten ist kalt. R2-D2. Ist auch wieder im Lande. Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Blub, blub. Ja, ich habe den Eingang doch schon gefunden. Er ist dort. Meine Güte. Ach, hier haben wir auch noch Erz. Das habe ich bestimmt jetzt auch schon mittlerweile voll. Okay, scheinbar noch nicht, aber bestimmt gleich. Oder bald. Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Das war nicht schwer herauszufinden, das haben wir schon aus den ganzen Tagebüchern mitbekommen. Hier gibt es wohl sonst nichts mehr. Komisch, jetzt heizt es sich nicht mehr selber. Oder dauert es einfach nur länger? Ich weiß es nicht. Wir werden es merken. Unbekanntes Gebiet. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Kann sein. Boah, guck mal, wie klar die Spiegelung in dem Wasser ist. Das ist ja geil. Wahnsinn. Nur mich selbst kann man wieder nicht spiegeln. Also hier geht's dann wohl rein. Hier sind immerhin die zwei Dinger. Ah ja, okay. Hier hört's schon wieder auf. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Ikone von Kitesh. Eine Münze des Reiches. Und da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Hatten sogar ihr eigenes Geld. Glaubensgeld. Ah ja, da ist eine Wand zum Klettern. Oh ja, ist zu tief. Hm? Ja, so an sich runterstürzen sollten wir nicht. Hau ruck.
Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Und sehr klasse. Was für eine feine Arbeit. Klasse, cool. Für damalige Verhältnisse hätte man eigentlich schon fast sagen können, eine unglaubliche Arbeit. Also unglaublich im Sinne, das ist doch unmöglich, dass sie sowas jemals herstellen konnten. Das für heute dermaßen teuer ist, so etwas herzustellen, oder generell selber als unmöglich. Dass sie das dann damals hatten, obwohl sie noch nicht die Maschine hatten. Wo bin ich hier überhaupt? Wo gehe ich hin? Geht's hier wieder zurück? Mist, da erkennt man nichts. Ich glaube, hier geht's wieder zurück. Ich weiß nicht. Und mein Blut am Bildschirm geht nicht wirklich weg, habe ich das Gefühl. Ich muss mich sehr wahrscheinlich wirklich selber heilen. Von wegen Selbstheilung ist hier nicht wirklich viel zu sehen. Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Los geht's. Eine möchtgern orangener Behälter. So, wir haben unsere Aufnahmezeit erreicht. Und hier ist unser Lager zum Speichern. Wunderbar. Ja, mach doch. Okay. Sehr schön. Wir haben wieder Waffen-Upgrades zur Verfügung. Was haben wir denn hier? Immer noch dieser Rückstoß. Und das da. Na ja, gut, okay. Nochmal hat man die Schussfrequenz und Mündungsbremse. Können wir wieder ein bisschen was einsammeln. Trotzdem Waffen? Ich sehe kein weiteres Ausrufezeichen. Nein. Keine Ahnung, was sie meinen. Ausrüstung funktioniert auch nichts. Oh, da brauchen wir viel Stoff. Okay. So, dann sage ich mal... Ja, bis zur nächsten Aufnahme auf jeden Fall. Wir sind schon bei 35 Minuten. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten Daumen runter und dann aber bitte mit Kommentar. Warum? Daumen runter, damit ich mich eventuell darauf einstellen kann. Und ansonsten könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr mich noch nicht habt und es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns mal auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahme.
Bis dahin. Tschüss und viel Spaß.